Hallo! Dreimal dürft ihr raten, was heute für ein Tag ist. Ich bin mein Axel gestanden. Ich bin meinen Axel gestanden. Wirklich, es ist unglaublich. Es ist so ein tolles Gefühl. Ich bin so glücklich und ich bin so stolz auf mich selbst und wirklich wow. Einfach wow. Es ist so ein flashendes Gefühl und so toll. Und ich dachte, weil ich mein Axel jetzt gestanden bin, mache ich so ein Video mit dem ganzen Fortschritt und all den verschiedenen Achseln, die ich gemacht habe und meinen Stürzen und so weiter. Und ich freue mich richtig darauf, auch wirklich von überall diese Videos zu suchen. Laptop, Handy, Handy von meiner Mutter, Kamera, alles. Ja!
again. I am now done editing this video and for the end of this video, I want to say thank you. Ich mache das auf Deutsch, weil es ist einfach persönlicher und mit allen Leuten, die ich jetzt nennen werde, rede ich auf Deutsch, also wird es auch auf Deutsch gemacht. Caro, wirklich, ich danke dir wirklich so sehr. Ich habe dir so viel zu verdanken und auch meinem Axel, du hast so viel Geduld mit mir gehabt und es ist einfach, es bedeutet mir so viel. Wirklich, dann auch noch meine anderen zwei Trainerinnen, Natascha und Alexa. Ich habe nicht so oft Training bei euch, aber wirklich, ich habe echt ein paar gute Tipps so mitgenommen und ja, ich bin auch richtig dankbar dafür. Dann natürlich meine ganzen Eislauffreunde. Ich muss dazu nicht so viel sagen. Es sind mir wirklich alle richtig wichtig und zu jeder Person kann ich irgendwas sagen, was mir einfach super viel bedeutet. Es gibt bei jedem Situationen, wo ich mir einfach dachte, wow, wie toll bist du. Dann natürlich meinen Eltern. Ja, und einfach auch allen, die mich immer noch unterstützen, weil das bedeutet mir super viel und wirklich, es bedeutet mir richtig, richtig viel. Man kann es nicht so richtig gut in Worte fassen, weil ich muss ehrlich sagen, es gibt so viel, wofür ich einfach unfassbar dankbar bin. Ja. Und ich meine, ich glaube, für manche Leute ist es vielleicht nicht so besonders oder nur ein Axel, aber it means the world. Es ist mir so wichtig, es ist so besonders. Und auch heute ist der Tag, wo ich genau einen Monat meinen Axel habe. Ich bin ihn am 10. Februar gestanden und heute ist der 10. März. Ja, ich freue mich richtig auf den Rest der Saison und auf alles, was weiterhin kommt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.